Ironie. Und damit herzlich willkommen zu Erkennst du die Ironie? Heute wieder mit Hänsel Brugger. Dankeschön. Ja, hammerhart. Wir werden heute Hazel mit verschiedenen Aussagen und Begriffen konfrontieren und sie wird auf jede dieser Aussagen mit boah, geil antworten. Und dann müssen wir herausfinden, war das ernst oder ironisch gemeint? Schreibt doch jetzt schon mal einen ironischen Kommentar, irgendwas Ironisches. Zum Beispiel, dafür zahle ich gern. Und natürlich einen Daumen nach oben geben. Hazel, hast du das Spiel verstanden? Du stehst hier seit 2 Jahren schon an deinem Podest und wartest auf eine Runde 2. Wir haben das in 2019 aufgezeichnet. Ich freue mich so auf 2020. Es wird das beste Jahr meines Lebens. Richtig geil. Sommerurlaub und so. Ich freue mich so krass auf die Wiesen. Es ist richtig geil. Boah. Ja, ich habe jetzt auch zum ersten Mal so Saunieren für mich entdeckt. Ja, schön. Das ist echt schön. Und ich habe mir vorgenommen, 2020 wirklich jeden zu umarmen, den ich auf der Straße sehe. Ich finde es auch total geil. Ich habe auch eine kleine Gastro aufgemacht. Ja, genau. Stimmt. Ja. Ich habe am Weihnachtsmarkt habe ich jetzt einen Stand. Du hast dein ganzes Geld investiert, ne? Die ganze Kohle. Hey, wow. Läuft doch immer. Echt? Läuft wie geschnitten. Wenn das schief geht. Ich finde es mega cool, dass ihr endlich jetzt auf Live-Tour geht. Ja, genau. Voll. Wir sind in die Vorkasse gegangen und da darf jetzt nicht schief gehen. Toi, toi, toi. Aber auch mutig mit Stehplätzen zu arbeiten. Total. Egal, wirklich. Fangen wir an. Müsst ihr immer dieselbe Antwort geben oder könnt ihr auch unabhängig voneinander mal... Wir werden uns immer einigen. Ja, ich denke schon, ja. Also du musst ja immer boah geil sagen. Boah geil. Oh, perfekt. Klasse, die Frau hat Talent. Ja, ich denke schon, ja. Aussage Nummer 1, und zwar besoffen nach Hause torkeln und dort einen Big Mac Schichtsalat vorfinden. Boah geil. Big Mac Schichtsalat wird vielen Leuten was sagen, bevor die Leute sagen, ihr macht Werbung. Es heißt so, Mario Salat. Ganz kurz, wir hatten genau diese Fragen schon in der letzten Folge. Nein, nicht den Big Mac Schichtsalat. Der war doch auf dem Thumbnail drauf, der Schichtsalat. Du hast die Frage nach dem Schichtsalat. Natürlich. Kommt mir auch sehr bekannt vor. Das war auf dem Thumbnail. Wir hatten Big Mac Schichtsalat. Mit Daniel Aminati-Kopf. Da war Daniel Aminati und dann Big Mac Schichtsalat. Aber ich schwöre, ich hab die Folge ja gar nicht. Ich war dabei. Ich fand's letztes Mal schon nicht geil. Ich kenn's nicht. Ich find's nicht daneben oder so. Gibt's bei uns immer ein Weihnachten. Lade ich dich gerne mal zu ein. Ich habe 3 Tage gegessen am Stück. Dauert jetzt leider wieder eine Weile, bis Weihnachten ist. Aber. Kai Pflaume macht oberkörperfrei 100 Crunches. Boah, geil. Kai Pflaume, auch in der YouTube-Welt angekommen mittlerweile, ist sehnig, ist trainiert. Mhm. Der ist trockengelegt, wie man im Fachjargon sagt. Ich stehe ein bisschen mehr darauf, wenn es ein bisschen schubbiger zugeht, finde ich toll. Der ist ein Hering, aber nicht böse. Aber es geht ja nicht um dich, es geht darum, was Hazel macht. Er macht natürlich schon die Sachen, stelle ich mir gerade vor, ist ein toller Mann mittleren Alters. Auch sehr ehrenhaft, das darf man da nicht vergessen. Ja, genau. Ja. Was glaubst du, wie steht dass Hazel auf durchtrainierte Männer steht, deswegen besucht sie uns ja auch immer wieder in dem Wohnzimmer. Sie steht auf sehnige Männer, die auch so eine Ader im Bizeps haben. Und deswegen glaube ich, dass sie wirklich das geil findet, wenn Kai Pflaume 100.000 Crunches macht. Ja, nee. Also, was soll ich sagen? Ich bin ein motivierter Kai Pflaume. Ich finde Kai Pflaume, also ich finde ihn faszinierend, aber nicht geil. Aber nicht attraktiv, so, dass man denkt, boah, der ist aber gut gealtert, wie so ein guter Käse. Ja, der joggt ja auch viel. Ja. Der ist schon fit und so, aber er hat mir etwas zu Papieriges. Er sieht ein bisschen aus, als würde er knistern. Das stimmt. Aber das ist kein Punkt für uns. Kein Punkt für uns, denn schon in der ersten Runde gab es keinen Punkt, in der zweiten Runde gab es keinen Punkt. Ich habe jetzt voll Heißung auf Big Mac Schichtsalat. Sämtliche Filme, in denen Adam Sandler mitspielt. Boah, geil. Ich hasse Adam Sandler. Der hat einen guten Film gemacht. Klick. Wo der auf den kleinen, der war auch gar nicht so schlecht. Big Daddy. Big Daddy, der war gut. Und weißt du, warum du den magst? Weil der Junge, der den spielt, auch ein Zwilling ist. Das ist nämlich. Das hat mich gespoilert. Ich habe seit 13 Jahren nicht gesehen. Ja, aber du siehst ja nur einen von den Zwillingen. Die tauschen den ja immer aus. Ach so, aber im Film. Das ist ja wie, dass ihr. Niemand weiß ja, dass ihr eigentlich Vierlinge seid. Das ist wahr. Ist gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, die Hazel guckt keine Adam Sandler-Fan. Ich glaube, dass sie das doch tut. Nee, da müssen wir uns einigen. Ich glaube, sie guckt Adam Sandler. Okay, ich habe natürlich mit dem Schichtsalat ein bisschen versaut, wegen, dass du jetzt die Antwort auswählen. Ich glaube, dass Hazel schon Adam Sandler guckt. Ja, das stimmt. Ich finde aber nicht alles gut. Ich finde wirklich vieles sogar sehr schlecht. Die ganz neuen Filme von dem, wo der so einen Schnäuz aufgeklebt hat, das kannst du nicht angucken. Kaufhaus. Nee, das ist ganz schlimm. Aber er hat ein paar richtig geile Filme. Also Uncut Gems ist ein super Film. Mhm. Oder The Meyerowitz Stories. Oder sein Stand-Up-Special 100% Fresh.
Das ist eines der besten Stand-Up-Specials, die es gibt. Aber natürlich viel Scheiße dabei, also Jack and Jill oder so. Kommen wir nun zur nächsten Aussage. Und da bitte ich natürlich auch, wahrheitsgetreu zu antworten, den eigenen Mutterkuchen verspeisen. Boah, geil. Das soll eine absolute Vitaminbombe sein. Ja. Kim Kardashian hat den auch gegessen. Und das ist echt... Aber die hat ihren gegessen, nicht meinen. Aber wie sieht der denn aus? Das ist so kreis. Das ist, richtig groß. Das ist so ein Flabber. Ja, so ein roter Flabber. Mutterkuchen sind dann sind das Vitamine für das Kind, was das Kind dann essen kann im Bauch? Oder sondert das Kind einen Kuchen ab und das wird dann ein riesen Mutterkuchen? Glaubst du, dass das Abschiedsgeschenk vom Baby ein Kuchen ist, was er im Bauch hinterlässt? Ich frage die schwangere Frau, nicht dich. Ich merke gerade, dass es für mich jenseits von Promo und Entertainment total wichtig ist, dass ich hier bin, um einfach mal die nötige Aufmerksamkeit zu machen. Der Mutterkuchen oder die Plazenta ist mit der Nabelschnur mit dem Kind verbunden und da kriegt das Baby die ganzen Nährstoffe drüber. Und bei Tieren, also ein Hund zum Beispiel, die Mutter isst dann den Mutterkuchen. Okay. Frisst den einfach, weil der ist sehr, sehr eisenhaltig, hat sehr, sehr viele Vitamine. Aber ich glaube nicht, dass Kim Kardashian den gegessen hat. Also die hat wahrscheinlich sich daraus Supplements pressen lassen, ja, die sie dann geschluckt hat. Plazenta, ist auch eine tolle Band übrigens. Also was ist denn die Antwort? Sie würde es, sie findet es... Sie hat so geschwärmt, ja klar. Nee, mach ich nicht. Das ist Verschwendung in der heutigen Zeit. Wollt ihr den haben? Packt den einen Papier wie beim Metzger und dann gib uns das einfach. Lieferando. Ja, gibt auch andere Lieferdienste. Plazenta ist da. Wiegt auch richtig viel. Ich glaube so 3 Kilo oder so. Krass. Wie bekommen wir den denn raus? Der kommt mit. Der presst du nachdem das Kind geboren wurde. Das wissen auch viele Väter nicht. Du presst so das Kind raus und dann ein paar Minuten später nochmal die Plazenta. Leute haben dich auch erst für eine Plazenta gehalten. Ja, aber mit einer Brille siehst du aus wie ein Mensch. Ich dachte, ich würde nur nicht absetzen. Ich mach den nächsten. Pampas Gras als Deko-Element. Boah, geil. Das ist ein ganz großer Trend. Pampas Gras habe ich definitiv auch selbst in der Wohnung. Was ist denn das? Es sieht einfach toll aus. Ich glaube, du hast es nicht in der Wohnung. Ich hab's nicht, ne? Deswegen frage ich dich ja. Nee, aber ist der Trend und alle Influencer haben ganz, ganz viel Pampas Gras in der Wohnung. Und da die Hazel auch eine erfolgreiche Influencerin ist, würde ich ihr auch durchaus Pampas Gras zutrauen. Ja, finde ich. Da wird der Hochrolle. Finde ich zumindest nicht schlimm. Also geht nicht noch mehr kaputt. Also du kennst Pampas Gras. Ja, ich kenn's und ich habe es nicht, aber ich. Aber geiler als ungeil. Also würde ich mir. Ich schaue mir lieber eine Vase voll Pampas Gras an, als Kai Pflaume via Crunches macht. Aber die sind auch ähnlich von der Textur her, oder? Würdest du sagen? Ich glaub, von der Figur her. Gleich ein Fettanteil. Ich will jetzt gar nicht so wirken, als würde ich Kai Pflaume nicht mögen. Nee, gar nicht. Nein. Aber es ist einfach, es gibt ja was zwischen mögen und ich will den wegflanken. Die bewerten die Figur. Warst du schon mal in der Show, wo Kai Pflaume war? Nee, leider nicht. Warst du nie bei, wer weiß denn sowas? Nee. Wir auch nicht. Wir sind immer nur bei, wer wird denn da nicht eingeladen? Genau, genau. Richtig. Endlich sag's mal eine. Oliver Pocher, gefährlich ehrlich, wird auf 8 weitere Staffeln verlängert. Boah, geil. Wer kennt es nicht? Die Late-Night-Show im deutschen Fernsehen. Pocher, gefährlich ehrlich. Mit das Lustigste, was man sich im Fernsehen angucken kann, auf jeden Fall. Ich finde toll, was sie aufdecken. Wieso Team Wallraff, wenn man die Familie Pocher hat? Ich gucke immer Hessenschau und dann gucke ich Pocher, gefährlich ehrlich. Ich glaube, dass Hazel Oliver Pocher nicht leiden kann. Ich glaube. Oh, jetzt hast du ihm gar nicht die Chance gegeben. Vielleicht mag sie ihn ja, aber sie findet die Show Schrott. Ich denke nicht. Okay. Ich kenne die Show nicht. Sie klingt ziemlich gefährlich. Sie klingt gefährlich aber ehrlich. Auch ehrlich. Ja. Mhm. Und gefährlich ist ein bisschen gruselig. Ehrlich finde ich ist gut. Mhm. Ich finde es grundsätzlich gut bei Leuten wie Oliver Pocher, wenn die noch 8 Staffeln lang beschäftigt sind. Mhm. Und wenn man ganz klar weiß, was ihr Zuständigkeitsbereich ist. Okay. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ist das der nächste Punkt für uns oder nicht? Ich zähle gar nicht mit. Kommen wir zum letzten. Kommen wir zur letzten Aussage. Romantisches Dinner mit Alexander Gauland. Boah, geil. Kurze Frage noch, kocht er selber? Nein, er geht ins Borchardt oder so, ein ganz schickes Restaurant. Ich glaube, der isst nur Braten. Mit Bratensoße, glaube ich. Ja. Und Speckbohnen. Ja. Ich glaube, der frisst auf wie ein Schwein, glaube ich. Ja. Romantisches Dinner ist natürlich auch mit Kerzenschein und Musik, Geige. Stell dir mal Hazel vor, wie sie dann mit Alexander Gauland am Tisch sitzt. Gauli, wie ich ihn nenne. Gauli. Alex. Gauli mit Mauli. Ali. Du wirst ja, glaube ich, gern genannt, Ali. Ali Gauli. Manchmal ist das so, man fühlt sich zu dem hingezogen, was man nicht haben kann. Ja. Ist ja manchmal so. Benni, entscheide du.
Ich glaube, dass sie es nicht gut findet. Ich würde es schon machen. Ich fände es einfach total interessant. Also ich würde gerne Gauland auch mal aus der Perspektive sehen, weil vielleicht ist er, also ich will jetzt die beiden nicht in einen Topf werfen, aber vielleicht war Hitler ja auch ein total sensibler Liebhaber. Und das ist einfach eine Seite, die mich auch mal interessiert hätte. Klar, der hat nicht alles richtig gemacht. Man würde sogar sagen, vieles sehr falsch. Der macht schon alles richtig. Ja. Gauland, ich habe den zwar schon mal kennengelernt, also bei einem Heute-Show-Dreh, und ich fand ihn maximal unsympathisch. Stinkt ihr nicht total nach Schweiß? Ja, also Schweiß ist noch das geringste Problem. Ja, ich finde es Stinker, ne? Unangenehm. Ein bisschen, also... Ammoniak oder so. Ein bisschen smelly war zumindest die Umgebung, wo er drin war. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das wirklich er war, so nah war ich auch nicht an ihm. Aber ein romantisches Dinner mit ihm, warum nicht? Wenn er dich einlädt? Nee, schon wenn ich ihn einlade. Achso, du willst ihn einladen. Ich will schon diese Rejection. Das will ich. Also wenn er mich einlädt, nee. Aber wenn ich ihn einlade... Er würde dich auch gar nicht einladen. Er würde auch meine Rechnung teilen einfach machen. Ja. Hazel, das war schon das tolle Spiel. Applaus für dich. Haben wir jetzt gewonnen oder verloren? Weil wir machen, selbst wenn man einen Punkt macht, hat man ja schon gewonnen. Ich glaube, ihr habt gewonnen, aber das, was ihr gewonnen habt, macht euch zu verlieren. Wow. Wenn ihr das verstanden habt, schreibt in die Kommentare, liebe Freunde. Ja, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen, dann, Hazel, hast du ein Kind? Ich bring's auch mal mit dann. Ich stell's dann hier unten rein. Ich habe eine ganz, ganz, ganz tolle Endcard für euch, die ich euch hiermit präsentieren darf. Boah, geil. Oben gibt's Joy Dinalay. Was? Dinalaney. Oben gibt's Joy Dinalane. Der Alani? Bei Germania. Ja. Und unten gibt's, erkennst du die Ironie, Folge 1 mit Hazelbrugger. In dieser Folge, da gibt's einen Schichtsalat und Benny hat sie damals Hazelbrugger genannt. Absolute Highlights, auf jeden Fall einschalten. Ja, vielen Dank. Ja. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe immer noch, dass es keine Zwillinge werden. Das weiß man immer erst am Tag vor der Geburt, ob Zwillinge geworden sind. Und dann wunderst du dich, dann denkst du, oh Gott, oh denkst Gott, oh du, Gott. Wann hören die Clowns endlich auf, aus diesem Auto rauszusteigen? Noch ein. Ja, auf Wörter, Wiedersehen und Farewell.